Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, ich habe mich ein bisschen nach der letzten Folge erkundigt, wie das jetzt so alles so geht. Habe mir ein bisschen Sachen durchgelesen und ich bin jetzt etwas auf dem Laufenden. Ja, komm, die Dinger bauen wir noch zu Ende. Kosten halt Components und Aluminium. Aluminium kriegen wir hier raus. Das müsste genug sein. So, ich würde aber erstmal auf die Kommentare eingehen. Ich mache zuerst den von Jogulias, weil der hat nur einen. Ich frage mich, wie man eigentlich neue Leute dazu bekommt, wenn nicht durch Angriffe. Ja, das kann ich dir jetzt auch beantworten, denn mittlerweile weiß ich es nämlich auch. Und das geht ganz klar. Man drückt auf Mars und man kann hier noch mehrere Ships anfordern. Man kann hier zum Beispiel Kolonisten anfordern, direkt 4 Leute. Oder hier nochmal ein Cargo mit 3 Leuten. Hier nur Cargo. Kann man anfordern und die brauchen auch eine gewisse Weise. Was eigentlich Wet Vibes? Achso, Klopapier oder was? So, ich würde sagen, wir fordern auch direkt mal hier einen an. Man kann die auch ändern, so viel ich weiß. Hier, man kann hier auch Nuclear Core, ne? So, was gibt's denn hier noch? Close Issues Care Package. Nuclear Fuel. Ist okay. Hier nochmal ein bisschen Nahrung. Könnte auch nicht schaden. Materialien. Ne, ich würde sagen, erstmal nur ein Package Nahrung. Wir machen hier dann nochmal Materialien. So, dann haben wir jetzt ja konfiguriert, ne? Okay, den wollen wir haben. So, das dauert jetzt wohl ein paar Monate. 3 Monate oder 4 Monate, bis der wohl da ist. Oder warte, continue preparing. Das hätte man direkt machen müssen übrigens. So, das ist erstmal die eine Sache. Was waren jetzt die nächsten? Du hättest einmal nicht einmal Strom verbringen. Warum spendest du so viele Ressourcen in Solarpanel? Ja, dass ich nicht wusste, dass ich direkt mir das Atomkraftwerk darüber ballern kann, wusste ich natürlich nicht. Und das mache ich, weil hier die Power geht runter und wir können die tagsüber nicht auffüllen. Die füllen wir auf, obwohl wir... Guck mal, wie langsam sich das auffüllt, obwohl wir 3 Solarpanel haben. Wenn wir jetzt die haben, dann sollte der sich auffüllen. Und ich habe extra die Aluminium genommen anstatt Stahl, weil Aluminium kriegen wir einfach durch normales Abbauen. Components ist was anderes. Ne, dann müsste er halt hier bauen und dann da bauen. Ist eigentlich immer noch die Temperatur zu low. Wird sich ändern. Als baut er erstmal den hier fertig. Und wir machen mal Stufe 2. Ne, es geht ja langsam voran. Problem ist halt jetzt das Essen, wenn es draußen wärmer wird. Guck mal, draußen sind 20 Grad. Wir müssen tatsächlich noch einen Kühlraum bauen. Ja, wir lassen erstmal weiterlaufen. Das geht jetzt in 2 Tagen drauf. Mann, warum ist das denn draußen so warm, ey? Scheiße. Ich habe gedacht, es sind Minusgrade draußen. Jetzt muss ich tatsächlich doch noch irgendwie so einen Kühlraum bauen. Aber wir haben nicht mal wirklich viel Eisen. Scheiße, muss ich jetzt aus Polymer bauen oder was? Kacke.
Ja, wir setzen einfach mal so ein Teil hier rein. Wir machen es einfach. Gut, die anderen sind am Pennen, die machen jetzt sowieso nichts. Und by the way, ich habe jetzt herausgefunden, mit dem HUD, das ist die ganze Zeit da gewesen. Da ist es. Aber das Spiel, wir haben halt 4K und die HUD-Auflösung hochgemacht, deswegen können wir das nicht sehen. Aber man kann erkennen, wenn hier beide grün leuchten, dann ist es hier gute Atmosphäre, atmenbare Atmosphäre. So, ich habe herausgefunden, wir müssen Pflanzen bauen, die klauen auch Sauerstoff, CO2. Ansonsten können wir den hier auch nehmen, der sich auch ein bisschen um das CO2 kümmert. So, Leute, aufstehen langsam, ne? So, ich weiß immer noch nicht, ob der jetzt baut, weil es hier nicht weitergeht. Okay, Earth ist hier schon dabei. Bad temperature. So, draußen wird wieder gefroren. Ey, die sind auch nur am Pennen, ne? Ah ne, der muss aufladen. So, warte, der muss noch auf Hub Insight gestellt werden. Ach, das ist Slate. Warte, warte, gib mir mal die nächsten Kommentare. Warum lagerst du das Eisen nicht direkt neben dem Schmelzofen? Kurze Wege. Hab ich doch. Ja gut, einzelne, ne? Ansonsten können wir die Zone auch gerne erweitern. Aber jetzt machen wir das so. Clear all. Nehmen hier so ein Eisenteil. Copy. Settings und setzen den halt auf Important. Das Stahl wird ja direkt auf den Boden gedroppt, ne? Natürlich den Stein auch daneben haben wir ja, aber auch nicht so viel, ne? Ja, das ist alles nicht so optimal. Wir überlegen schon wieder neu anzufangen. Naja, egal. So, und zwar die Hauptlager, nicht nur die kleinen, direkt am Arbeitsplatz, sonst müssen die nämlich die Bergbauressourcen immer zweimal anfassen. Das zeigt ja jeder Umzugshelfer und Lagerlogisten Vogel. Und natürlich die Hauptlager für Ausgang und Endprodukte auch direkt neben den Arbeitstischen. Gerade weil es nur Provisat und baut man die Arbeitstische an die Lagerzonen. Sonst bringt ja auch das Hockerbauen völlig sinnfrei. Wenn du die dort gewonnene Zeit in sinnloses Herumtragen umverteilst, kurze Wege. Also allein für den Kommentar müsste ich eigentlich neu anfangen, weil das kann ich nicht so einfach umgestalten, weil das viel zu teuer an Ressourcen ist. Aber es wird schon wieder plus gerade. Ich krieg die Krise. Aber jetzt können wir hier die Tür offen halten. Was macht eigentlich Tinom die ganze Zeit? Ach, der holt die Components. Für was denn? Ja, damit wir wenigstens. Guck hier, der Strom wird weniger, ne? So, ich habe auch die Tanks weggemacht. Aus einem ganz einfachen Grund. Ja, ich müsste eigentlich sowieso komplett neu anfangen. Das hat eigentlich alles keinen Sinn. Es gibt Events, dass zum Beispiel so eine Door rausgesprengt wird und die Räume dann dekompressiert werden oder man Wasserlags bekommt.
Und dann sind die Tanks in 0, nix leer. So, und da habe ich einen ganz einfachen Trick gelesen. Und dann, wenn wir jetzt hier zum Beispiel so Gasdinger hinmachen, dass wir dann einfach so Valves davor machen und die Gasdinger die ganze Zeit abgekoppelt sind. Die füllen wir einfach aus. Also eigentlich so, wie ich es in der alten Basis oben mit den Batterien manchmal gemacht habe. Und am besten sollte man auch immer zwei separate Leitungsrohre haben, dass wenn eins bricht, also alles sozusagen in doppelter Ausführung, dass selbst wenn dann eins kaputt geht, wir immer noch genug haben. So, nächster Kommentar. Ja, die Herangehensweise gefällt mir. Das Wasserteil im Habitat sieht für mich nicht mit den Rohren verbunden aus. Ist aber verbunden. Halt, nur die müssen noch gebaut werden. Ich setze hier mal einfach so ein Teil ran. So, da kriegt das Aluminium. So, wenn es da drin warm genug wäre, könnten die eigentlich die Teile ausziehen. So, Indoor ist gerade 21 Grad. Jetzt können wir die eigentlich hier auf Auto Reset machen. Na gut, die können jetzt nur nicht arbeiten. Ne? Warte, hier, die können noch einen Workout machen. Mach mal einen Workout. Julias, ja, gute Arbeit. Mach noch mal einen. Ah, gute Arbeit, noch einen. Willst du dich jetzt besser? Nee? Ja, komm. Dann geht arbeiten. Wir haben jetzt Auto Reset, wir haben die Heizung drin. Draußen haben wir noch Minusgrade, perfekt. Okay, so wie es aussieht, geht die nur im Pennen. So, wir haben Polymer. Ich habe gelesen, am Anfang sollte man auch Polymerbetten bauen. Das soll gar nicht so bad sein. Knall ich hier erstmal irgendwo welche hin. Polymer haben wir ja eigentlich auch genug. So, jetzt haben wir hier auch ein bisschen Eisen. Ja, das Teil braucht halt Stil. Hier drin haben wir jetzt natürlich keine Heizung. So, Dinom, hast jetzt lang genug gepennt, finde ich. Wann hast du dem Bergarbeiter keine Spitzhacke gegeben? Hab ich doch. Achso, das waren dann wahrscheinlich so mittendrin Kommentare. Das kann natürlich sein. Ja gut, ich habe Jugulias am Anfang hier die Schippe gegeben, weil der ja eigentlich der Botaniker sein soll. Und man sollte auch am Anfang relativ schnell auf Dings gehen. Ich habe auch so einen Guide gelesen von einem, der halt richtig weit immer ist. Und der meinte auch, dass man als allererstes, was man machen sollte, ist halt Habitat bauen mit Luft. Dann sollte man gleichzeitig hier schon die losschicken, ne, damit der Kernreaktor direkt kommt. So, Dino, jetzt hast du aber genug geschlafen, oder? So, es ist zwar schön, dass wir jetzt hier die ganze Zeit die Dinger bekommen, aber
Genau. Hier sollst du arbeiten. Jetzt machst du auch mal ein bisschen Hitze hier drin. Gute Arbeit, Dinom. Ja, ess schön mal was und zack. Weiterarbeiten. Ja, erstmal beleidigen, ne? So muss es sein. Elf geht pennen. Jetzt sag nicht, Jugulas geht jetzt auch pennen. Das gibt's ja nicht. Keiner am Arbeiten. Guck hier, wenn das leer ist, haben wir ein Stromproblem, ne? So viel zu, warum verschwendest du so viele Ressourcen für Strom? Wir haben gleich ein richtig krasses Stromproblem. Oh, endlich. Jetzt haben wir Plus. Bei den beiden könnte man sagen, ja, okay, das ist jetzt vielleicht Verschwendung. Okay, ich muss mal ein bisschen hier muss man weitergehen. Ne, das Ding darf nicht spoilen, einen Tag haben wir noch. Hier haben wir leider keine Components für. Gut, die Dinger spoilen nicht, ne, aber die Frozen Dinger. Das heißt Earth, genug gepennt. Wo gehst du hin? Soll der echt den Stil hier klauen? So sieht's also aus. Ey, warte, wenn du schon hier bist? Hey, wenn du schon hier bist? Das will ich nämlich sehen, was da drin ist. So, erstmal Pathfinder demontieren. Pausieren, ja. Nix Mix bauen, wir bauen jetzt hier die Klimaanlage. Wie, was für Ressourcen, ey? Wir haben doch drei Components. Ja, weißt du was? Du trägst das jetzt erstmal. Wir verbieten jetzt alles andere, was hier Components braucht oder so, ja? Ja, es wird alles verboten. Dass nur das Ding hier gebaut wird. So sieht's nämlich aus. Den verbieten wir auch mal, obwohl wir den eigentlich brauchen. Gute Arbeit, Jugulas. Ruhig. Darfst du deinen Anzug wieder anziehen. So, wir müssten noch genug Sachen da haben. Ich verstehe nicht, warum der das nicht baut. Wir richten hier aber schon mal die Zone. So, jetzt machen wir hier clear, kritisch. Jetzt pausiere ich. Was ist das denn? Okay. Ach nee, bei Meals muss ich gucken. Hier. Komm schon. Perfekt. So, den knallen wir jetzt auf Minus gerade. Das Ding hat noch keinen Strom. Scheiße. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ist gut, die Norm. Strom. Gut, wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen hin.
Okay, jetzt wird nicht gepennt. Wie, wir haben Stromprobleme jetzt. So, das muss hier alles jetzt reingetragen werden. Dino, ruhig jetzt hier. Du musst Strom bauen, schnell. Leute, ihr müsst das Teil jetzt reintragen. Nix. Oh, ich kotze gleich einen Stuhl. Man kann nicht mehr shiften. Man merkt's, ne? So, Dino, du baust das Ding jetzt fertig. Koste es, was es wolle, und ihr tragt das jetzt rein. So, jetzt kann ich die löschen. So, reingetragen wird jetzt. Ich muss das jetzt so machen. Das darf ich nämlich nicht verlieren. Wenn ich die Ressourcen jetzt verloren hätte, wäre das echt ein Problem. Na, so geht's ja auch. Hallo? So, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, warte, die lassen wir erstmal draußen. Ja, es füllt sich wieder auf, aber wir hatten in der Nacht schon Stromprobleme, hat man ja gesehen, ne? So, jetzt kriegen wir erstmal das restliche Aluminium, haben hier noch 4. So, dann müssten wir die beiden, müssten wir fertig kriegen. Und dann dürften wir auch erstmal wieder keine Stromprobleme haben. So, dann würde ich sagen, fokussieren wir uns auf den hier. Wasser brauchen wir noch nicht. Wobei, die Polymerdinger kann er eigentlich schon mal bauen. Ja. Jugulias ist hier schön immer weiter am Abbauen. Der beschwert sich nicht, ne? Der kloppt einfach den Stein, also hier die Ressourcen aus dem Stein raus. Ist ihm alles egal, ja? Das ist ein richtiger Klopper. Das Medikit, das wir mal hatten, das haben wir schon benutzt. Oh, Moment, wir haben hier ja auch Potatoes. Ja, das brauchen wir hier nicht. Huch. Ja, klar, dass du das brauchst. Aber so, Leute, ihr habt genug gepennt, oder nicht? Reicht doch. Warum benutzt hier eigentlich keiner die Tretmühle? Was ist das denn? Ja, RIP. Ja, das GG, ne? Jetzt haben wir verkackt. Jetzt haben wir verkackt. Ja, wir versuchen so lange wie möglich drin zu bleiben, aber RIP. Na, komm, wir gehen raus. Ja, das ist RIP. Vielleicht hätte ich jetzt noch jede unnötigen Sachen ausschalten können, um ein bisschen Strom zu sparen.
So, die gehen jetzt drauf. Das ist hier doch schon schwer genug, ey. Warum muss ich hier mich mit so einem scheiß Plagen rumballern? So. Ja, das ist auch nicht optimal gelaufen. Besser als beim Vorgame. Aber wir müssen wahrscheinlich echt jetzt erstmal so im Laufe der Zeit dementsprechend gute Games hinkriegen, ja. Wahrscheinlich öfter mal neu anfangen und dann kriegen wir es dann irgendwann hin. Oh, das ist jetzt sehr dumm hier. Sauerstoff ist aber noch okay. Besser können wir an diesen beiden Lichtern. Wird jetzt hier ein bisschen kalt drin sein, aber die Betten... Die Polymerbetten sollten ziemlich warm halten, wenn ich das richtig verstanden habe. Müssen wir mal gucken. Also ihm geht's ja noch gut. Theoretisch können die jetzt nur Steine machen, die ich aus Versehen, nicht aus Versehen, sondern die ich ja beendet habe. So, Elf macht sich direkt dran. Also hier ist halt wirklich nur die Bad Temperature. Vielleicht knallen wir hier tatsächlich doch einen Heater rein. Aber da müssen wir die Tür wieder zumachen. So, wie geht's ihm hier drin? Noch okay. Wieso trägst du nicht einfach das ganze Stahl hier rüber? Noch 15 Aluminium haben wir da. Okay, Aluminium haben wir da genug. So, es wird Zeit, dass wir wieder Strom haben, würde ich sagen. Ist natürlich gut, dass das so ein bisschen vorratet, ne? Wenn wir jetzt... Wir könnten ja eigentlich immer regelmäßig mal gucken, ne? Wie viel Sauerstoff ist hier noch drin? Wir behalten es mal. Okay, unter 19 wird's kritisch. Meine ich. Aber ich kann halt so nichts sehen, ne? Weil das einfach alles viel zu klein ist. Ich könnte natürlich die, hier, die auf, hier 1080 setzen. Das Problem ist, dann sieht das Bild bei mir richtig behindert aus. Und ich habe keine Ahnung, wie das dann bei euch aussehen wird. Wahrscheinlich auch richtig behindert. Ja, toll. Ja, der ist RIP auch, ne? Mann, ey. Ey, das ist jetzt schon schwer genug, ja? Und dann kommt dann hier noch so ein Zufallding, dass einfach mal die Sonne verdeckt wird. Ja, RIP. Dachte ich so, ja, jetzt bist du sicher, ne? Hast jetzt hier... Das Essen gesaved? Ja, jetzt wäre es draußen anscheinend safer gewesen, ne? By the way, wir müssen theoretisch auch Doppelwände bauen, ne? Um uns von der Temperatur zu schützen. So, jetzt langsam reicht's, aber komm, Sonne. Jetzt, das ist doch ein, das ist ein Witz, ne? Was ist überhaupt eine Plum?
Das ist aber auch ein bisschen lame, dass wir wirklich nur nichts anderes an Stromteilen haben, ne? Gut, hier der Reaktor, der wird ziemlich schwer zu bauen sein, also... Es gibt wohl einen Reaktor, der keine Wärme produziert, den müssen wir bauen. Dann muss man hier so ein Teil bauen, die Wärme generieren und dann nochmal vier von den Radionen oder sowas. Und das alles geht in den. Müssen wir mal genauer gucken. Aber wenigstens ist das noch da. Okay, Leute. The plum is away, aber trotzdem ist dunkel. Ja, wir müssen das dann sowieso besser machen, ne? Dann gucken wir mal, ob wir das dann irgendwann mal so hinkriegen, wie dann, falls wir das jetzt hier nicht schaffen, dass wir das so machen, wie Dino gesagt hat, dass wir wirklich eine Lagerzone machen. Da setzen wir dann das Teil rein. So, jetzt ist er am Weichen und dennoch haben wir keine Chance, dass das Licht wiederkommt. Wo ist das Licht? So, jetzt kriegen wir langsam Strom wieder, aber wirklich langsam. Was zum... Ein Sandsturm? Gut, dass das wieder funktioniert. Aber gerade rechtzeitig, ne? Draußen wird's warm. So, der füllt langsam wieder auf. Oh, scheiße, der kommt ja hier hin. Ich weiß nicht, tut der irgendwie Schaden anrichten? Ja gut, die müssen natürlich jetzt viel laufen. Kurze Wege haben wir gerade nicht so unbedingt. Ja, da, wir haben es aber geschafft. Aluminium sollte kein Problem sein, Components. Ja, wenn er mal genug Stahl herstellen würde, dass wir hier die Components nutzen. Im Moment verballert er die ja direkt. Aber gut, hier wird jetzt noch gebaut. Das heißt, wir können bald aus Granitblöcken Wände ziehen. Gut, das war wahrscheinlich Verschwendung. Wobei, wir könnten jetzt mal probieren, jetzt noch mal... Da passiert. War natürlich kacke. Zieh mal so eine Dusche hinzuzimmern, ne? Einfach so. Versuchsweise jetzt, ja. Wie kostet Components? Ach du Scheiße, was kostet. Haben wir irgendwas, was kein Components kostet? Nee. Aber gut, wir haben kein Abwasser. Stimmt, wir haben kein Abwasser, lassen wir. Das heißt, das Wasser zu bauen, das ist eigentlich für uns noch total unnötig. Was heißt unnötig? Ich baue mal... Ja, warte, wie groß ist das? Oder verballert aber schon ein bisschen. Hat schon ein bisschen Platz.
Dann machen wir das so. Ne, das ist zu teuer. Die brauchen ja alle solche. Machen wir so. So, wenn wir jetzt das Teil schon hätten, dann könnten wir jetzt hier den Boden machen. Gut, dann kannst du ja weiterarbeiten. Ich finde das cool mit diesen Teilen, ne? Dass die dann so die Zonen machen. Wäre natürlich noch cooler, wenn man das so einstellen könnte. Habe ich auch gelesen, dass ein paar sich das gewünscht haben. Dass wenn die halt zum Schlafen gehen, ziehen die aus. Und dann, wenn die rausgehen wollen, ziehen die automatisch wieder an. Aber das machen die nicht. Man muss die halt immer priorisieren, dass die wieder anziehen. Darauf muss man halt achten. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich habe einen gesehen, der das wirklich so hingekriegt hat, dass die nur noch drin sind. Und dass sie dann irgendwann zusammenbrechen, weil sie mal raus müssen und dann rausgehen. Also die Norm, ne? Wie war das hier mit den Stromproblemen? Ich überlege tatsächlich sogar noch zwei zu bauen. Na egal, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Mal sehen, wie lange wir durchhalten, bevor wir wieder neu starten müssen. Im Moment läuft es. Ich meine, wenn wir es hinkriegen, dass hier schon wieder... Also wenn wir es hinkriegen, dass dann hier unser unser Garten ist, der dann auch Nahrung produziert, dann haben wir erstmal ja für alles gesorgt, ne? Dafür brauchen wir dann natürlich die Wasserproduktion. Also Aluminium haben wir erstmal ein bisschen, ne? Wir müssen jetzt als erstes unbedingt dieses Teil bauen. Bin mal gespannt, wann kommen die an? Brauchen noch ein bisschen. Aber das ist erst der Launch, ne? Also zwei Sessions und 5 Tage, bis die hier sind. So lange muss man also durchhalten. So, also wenn nichts passiert, würde ich sagen, halten wir das durch. So, im Laufe der Zeit bauen, kriegen wir halt auch immer mehr Ressourcen, ne? Die holen jetzt halt immer von weit diese Schlackebrocken. Das ist halt ein bisschen doof, ne? So, dann machen wir erstmal, dass wir ein bisschen Stahl haben. Für Granit müssten wir jetzt eigentlich genug haben, um zumindest diese Mauer hier zu bauen. Stromtechnisch haben wir jetzt, so wie es aussieht, eigentlich genug, dass wir nachts, wenn wir keinen Strom produzieren, aber auch noch nicht alles verbrauchen. Müssen wir mal gucken, wenn der hier fertig ist, wie es dann aussieht. So, was ich noch ausprobieren wollte. Was passiert denn, wenn man das macht? Oder wenn man das macht? Kann man das mal ausprobieren? Back of Ice Sand.
Okay. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann müssen wir die Dinger hier reintun. Ja. Also das heißt, die Teile muss man da reintun, um Wasser zu generieren. Und das verbraucht halt Atmosphäre, um Wasser zu generieren. Ach, und man kann auch übrigens nicht, wenn der hier gebaut wäre, kann man nicht von dem hier in den transferieren oder in andere Tanks. Stand auch in den Kommentaren. Ist halt alles, wie gesagt, nur ein Mod, ne? Ich finde, der ist zwar schon richtig fortgeschritten für einen Mod, aber... Mal gespannt, was da noch kommt. Na, das war's auf jeden Fall für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!